Hey, ho Gott auf Willen, ein weiteres Fortnite-Itemshop-Video heute für euch am Start. Shop hat sich aktualisiert. Wie meine Sache vorneweg, falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne den Creator-Code EditorAfro eingeben. So, zurück zum Shop, was haben wir denn hier Feines? Eine neue Hacke und ein komplett neues Set, aber das ist nicht nur ein Skin, sondern gleich vier oder fünf, alter Schwede. Wir haben den Besticore oder Besticore mit seinem V6-Motor tatsächlich, also Rucksack, sehr geil. Also der Skin an sich ist schon ziemlich nice, kostet 1500, aber er hat auch noch verschiedene Stile. Okay, erstmal gucken wir uns den Rucksack an. Immer der V6-Motor, vier unterschiedliche Farben. Aber oha, der ist nicht nur anders eingefärbt, das sind komplett andere Modelle. Das ist ziemlich heftig. Das sind mehr oder weniger vier Skins im ähnlichen Stil, aber trotzdem vier unterschiedliche Skins für 1500. Das ist ziemlich viel fürs Geld. Also wenn ihr auch nur annähernd auf diese Art von Skins steht, dann ist das eigentlich ein unschlagbares Angebot. Dann haben wir hier noch die Hacken, 1200 für vier Hacken auch wieder. Mal gucken, wie sehr die sich unterscheiden vom Sound her. Okay, ja, geht, geht. Der Zerfleischer, Alter, einfach mal eine Kettensäge. Oha, eine sich drehende Kettensäge als Hacke ist ja mal mega stark. Dann der Zerfleischer, die heißen ja alle Zerfleischer. Also Hacke Nummer 1 und Nummer 3 sehen sich relativ ähnlich und Hacke Nummer 4 ist dann wieder so eine Axt, aber die zweite ist einfach mal eine Kettensäge, wie heftig. Das alleine ist schon fast eine Hacke wert, die 1200 ist. Also doch, ich leg mich fest. Allein die Kettensäge wäre 1200 wert. Das ist eine sich drehende Kettensäge, auch wenn sie ein bisschen komisch ausschaut, aber trotzdem total heftig. 800er Gleiter. Auch wieder vier Stile, mal gucken, wie sehr die sich unterscheiden. Die sehen jetzt ziemlich ähnlich aus. Der sieht aber an sich ziemlich cool aus, der Gleiter. Okay, es schaut so aus, als ob der Gleiter zumindest einfach nur angemalt ist, immer. So wie der Rückenpanzer auch, der V6-Motor. Ja, aber ach, also für 800, ganz ehrlich, geht der Gleiter völlig klar. Könnt halt noch den Stil aussuchen, den ihr haben wollt, also mehr oder weniger die Lackierung. Ich finde hier die schwarze am coolsten. Das ist schon ein ordentlicher Gleiter. Dauerhafter Effekt mit den Düsen hinten. Finde ich gut. Als nächstes haben wir zwei Tänze. Da lasse ich euch mal mit der Musik alleine und gönnt euch. Oh, ich finde beide Tänze so geil. Der erste von BTS sozusagen Best of aller Tanzschritte und der zweite dieser Roboter-Tanz. Achtung, gleich kommt das Beste, die beste Stelle. Oh, das passt so gut zusammen. Diese schnellen Tanzmoves und dieses Mega. Dann der Taxifahrer-Skin. Der Ben also auch mal als Taxifahrer unterwegs hier. Achtung, der Skin ohne Rückenpanzer und natürlich Boxenstopp. Diesmal überspringe ich ausnahmsweise mal was im Shop, weil gleich der weibliche Skin hinterherkommt. Beide super Skins für 800. Dann haben wir hier den Stumpf. Die, ja, Baumstammhacke. Die sieht ziemlich cool aus. Klingt nach Holz. Ganz cool eigentlich. Die erinnert mich total an einen Großhammer von Monster Hunter. Da gab es auch so einen Baumstumpf. Finde ich irgendwie cool. Die feiere ich. Und der Warthog-Gleiter zum Schluss. Ein kleines Lowlight. Also kein Highlight. Naja. Erinnert mich immer ein bisschen an Halo und die Warthogs dort. Sieht auch vom Stil ein bisschen ähnlich aus. Also heftiger Shop. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr euch was daraus gegönnt habt. Ich verabschiede mich wie immer an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao.